Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ein super wichtiges Thema zu Rechtstexten auf Marktplätzen. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir die Rechtstexte auf dem Marktplatz Amazon einstellen können, wo wir die Rechtstexte überhaupt herbekommen und was es zu beachten gibt bei den Rechtstexten. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Freunde, wie angesprochen, möchten wir uns in diesem Video anschauen, wie wir die Rechtstexte auf dem Marktplatz Amazon einpflegen können und was wir beachten müssen. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Videos wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und gib dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch, so dass dieses Video viele erreicht und ich vielen damit mit diesem Video helfen kann, um die Community auch wachsen zu lassen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Dieses Video ist eins der wichtigsten Videos, was für dich sein wird, denn Rechtstexte auf den Marktplätzen sind das A und O. Damit solltest du auf jeden Fall anfangen, falls du einen neuen Marktplatz bzw. jetzt ein neues Verkäuferkonto auf Amazon erstellt hast. Dann solltest du hier genau hinschauen, wie du die Rechtstexte einpflegst. Falls du schon länger dabei bist, schau dir die Rechtstexte gerne nochmal an, aktualisiere sie notfalls, um hier wirklich sicher zu sein. Denn, wie wir wissen, erfahrungsgemäß am Ende des Jahres wird hier wirklich kräftig immer abgemahnt, weil man sich dementsprechend nicht auf die Kleinigkeiten konzentriert, sondern auf das Wachstum bzw. auf den Verkauf. Denn für uns Online-Händler ist das Weihnachtsgeschäft der umsatzstärkste Zeitraum im ganzen Jahr. Aber solltest du dennoch nicht vergessen, hier die Rechtstexte wirklich auf Vordermann zu bringen. Und ich habe bereits Videos dazu gemacht, wie gesagt, die sind etwas veraltet. Ich möchte hier mal einmal zeigen, wie ihr die Rechtstexte auf dem Marktplatz Amazon aktualisieren könnt, beziehungsweise falls ihr neu dabei seid, überhaupt einstellen könnt. So, falls ihr dann in eurem Amazon Seller Central seid, dann könnt ihr hier auf Einstellungen klicken und auf Ihre Informationen und Richtlinien klicken. Dann kommt ihr nämlich hier in dieses Fenster, wo ihr die Möglichkeit habt, das Impressum und Infos zu den Verkäufer einzustellen, das Firmenlogo beispielsweise, Widerrufsrecht, den Versand, Datenschutzrichtlinien. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, Geschenkservice-Informationen nahezulegen und häufig gestellte Fragen, das beispielsweise auch, und benutzerdefinierte Hilfeseiten. Das ist übrigens ein Punkt, der wichtig ist. Da kommen nämlich eure AGBs rein. Das schauen wir uns gleich mal Schritt für Schritt an. Bevor wir die ganzen Rechtstexte überhaupt einpflegen können, müssen wir doch erstmal wissen, wo wir die Rechtstexte herbekommen. Und da habe ich eine klare Empfehlung. Hier empfehle ich euch Händlerbund. Ich bin hier schon länger Mitglied und kann hier nur Positives berichten. Dementsprechend, falls du dich für Händlerbund entscheiden möchtest und deine Rechtstexte hier generieren möchtest, ich packe dir einen Link unten in die Beschreibung. Da kriegst du auch einen Gutscheincode, mit dem du die ersten 2 bis 3 Monate Rabatt bekommst auf das jeweilige Paket. Das Ganze geht hier schon mit 8,90 Euro monatlich los und geht natürlich etwas höher für die anderen Pakete. Ich selber nutze hier das Unlimited-Paket. Warum? Weil ich hier einfach nur viel besseren Service habe. Dieser Service ist für mich optimal. Ich habe hier eine kostenlose oder inklusive, besser gesagt, Rechtsberatung, die ich telefonisch jederzeit kontaktieren kann, falls ich Fragen habe zu meinen Rechtsberatungen. Abteilungen und natürlich auch gewisse andere Services, die ihr hier dementsprechend sehen könnt. Ja? Falls du dich dafür, wie gesagt, entscheiden möchtest, vergiss nicht, diesen Code zu kopieren. Den findest du auch unten in der Beschreibung. Somit kriegst du hier einige Monate Rabatt. Dann schauen wir uns nun an, wie wir die ganzen Rechtstexte dementsprechend einstellen können. Da gibt es einige Sachen, die zu beachten sind. Dementsprechend fangen wir hier mit dem Impressum und Infos zum Verkäufer an. Ihr klickt einmal drauf. So, hier befinden wir uns dann bei dem Impressum, wo ihr eure Impressumangaben macht. Die Impressumangaben bekommt ihr vom Händlerbund vorgeneriert, das heißt, mit den Angaben, die ihr zu eurem Unternehmen macht, generiert euch Händlerbund das Impressum, was ihr einfach nur per Copy and Paste hier einfügen könnt. Also das, was ich hier stehen habe, auf jeden Fall nicht übernehmen, das soll nur das Ganze so ein bisschen verdeutlichen. Auch diese Online-Streitbeilegung,
müsst ihr hier nicht als Hyperlink haben, denn ihr habt hier bei Amazon die Möglichkeit, diese Häkchen hier zu setzen, wo ihr das Ganze dann auch als Hyperlink zu sehen haben werdet. Und so könnt ihr das Ganze dementsprechend auch rechtssicher behandeln. So, mehr Angaben sind hier dementsprechend nicht zu machen. Das Ganze übernimmt ihr und speichert ihr ab. Des Weiteren habt ihr hier die Möglichkeit, ein Firmenlogo einzublenden. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, das Widerrufsrecht einzupflegen. Da klicken wir jetzt auch mal drauf. Auch beim Widerrufsrecht ist das Ganze sehr simpel. Ihr gebt einfach die Angaben zu eurem Unternehmen ein und Händlerbund generiert euch ein Widerrufsrecht dazu. Hier sind zum Beispiel entscheidende Angaben, wie lange ist die Widerrufszeit und alles weitere. Das macht ihr genauso. Ihr macht das Ganze kopieren und hier wieder einfügen und könnt das Ganze dementsprechend direkt speichern. Falls ihr noch ein Rücksendeetikett, beispielsweise jetzt so ein Formular, was nicht unbedingt verwendet werden muss, deshalb ist es hier auch freigestellt, als PDF zur Verfügung stellen möchtet, dann könnt ihr das hier als Bild hochladen, so dass der Kunde sich das herunterladen kann. Aber in der Regel nutzt das so gut wie keiner. Also, und das speichert ihr natürlich auch ab und kommt zum nächsten Punkt. Das wäre in dem Falle der Versand. So, beim Versand habt ihr hier natürlich die Möglichkeit, Versandrichtlinien anzugeben. Das heißt, wohin versendet ihr, wie sind die Lieferfristen bzw. Lieferzeiten. Auch habt ihr hier die Möglichkeit, den Versandtarif anzugeben. Das heißt, welche Versandkosten fallen an, wenn der Kunde bei euch bestellt. In der Regel guckt da keiner drauf, aber dennoch ist es wichtig, das Ganze hier anzugeben. Ihr könnt hier auch den Auslandsversand, was ich auf jeden Fall mit Versandkosten versehen würde, angeben. Hier gebt ihr an, pro wie viel Kilo oder ab wie viel Kilo euch welcher Versand dem Kunden dementsprechend berechnet wird. Und das gebt ihr alles an und habt somit hier eine Übersicht geschaffen, die der Kunde sich im besten Falle auch anschauen kann. Das Ganze speichert ihr dann und begebt euch dann als nächstes zu den Datenschutzrichtlinien. So, bei den Datenschutzrichtlinien ist es nichts anderes wie beim Widerrufsrecht. Das Ganze wird mit Angaben versehen, die ihr beim Händlerbund macht. Händlerbund generiert euch den Rechtstext, der für euch genau für euch abgestimmt ist und den macht ihr genauso hier mit Copy and Paste, fügt ihr hier ein und speichert das Ganze. Was anderes müsst ihr auch nichts machen. So, und als nächstes schauen wir uns an, wie denn die AGBs bestimmt werden. Und hier gibt es eine kleine Anmerkung, die ihr wissen solltet. Und dazu klicken wir auf benutzerdefinierte Hilfeseiten. So, nun sind wir bei den benutzerdefinierten Hilfeseiten. Hier stellt ihr eure AGBs nämlich ein. Und die AGBs sind in der Regel sehr, sehr lang. Also mit den Angaben, die ihr angebt, wird euch Händlerbund ein AGB generieren, was ziemlich lange ist. Dementsprechend muss das Ganze hier auf zwei Hilfeseiten aufgeteilt werden. Und das definiert Händlerbund sogar vor. Ihr werdet das bei den Merkblättern auch sehen, wie genau das gemacht werden muss. Und zwar, weil hier nur 10.000 Zeichen pro Hilfeseite zur Verfügung stehen, muss das Ganze gesplittet werden. Und ihr macht das nämlich so, wie ich das gemacht habe. Bei dem ersten drückt ihr als Titel, damit das Ganze nicht wiederholt und auch rechtssicher ist, gibt ihr hier als Titel ein Bindestrich einfach ein und gibt hier den ersten Teil der allgemeinen Geschäftsbedingungen ein. So, wenn ihr das Ganze dann gespeichert habt, habt ihr hier die Möglichkeit, eine zweite Seite zu machen und da gebt ihr dann einen doppelten Bindestrich ein und da werdet ihr dann den weiteren Abschnitt von den AGBs einblenden. Somit habt ihr dann zwei AGB-Seiten, die das vollständige AGB dann insgesamt darstellen. Und das gebt ihr natürlich hier alles soweit ein und speichert das Ganze. Ihr könnt hier, wie ihr seht, auch noch ein definiertes Hilfeseite-Bild hochladen, was aber nicht notwendig ist. Ihr speichert das Ganze und habt somit dann eure AGBs vollständig. Falls ihr Fragen habt, gerne unten die Kommentarfunktion benutzen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein und freue mich natürlich, wenn ich mit diesem Video euch weiterhelfen konnte. Freue mich aber auch, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und bis zum nächsten Video. Ciao.